Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Rawdigger Let's Play MechWarrior Online. Servus Leute, ich bin happy, dass ich wieder da sein kann mit einer neuen Folge MechWarrior Online. Und zwar aus folgendem Grund: gab es bei mir lange keine Neuigkeiten. Mein Headset hatte sich verabschiedet mitsamt dem Mikrofon und ich konnte nichts mehr aufnehmen, wo ich euch hätte was dazu sagen können. Und da ich nicht gerne Gameplay-Videos rausbringen möchte, wo nur das, ich sag mal, das stupide Spiele-Gameplay zu sehen ist, ohne irgendwelche Erklärung, und weil ich es auch nicht in Textform einblenden wollte, habe ich einfach so lange eine Pause gemacht. Bin jetzt wieder da, neues Headset, neues Mikro, selber alter beschissener Mikrofonklang, aber ich kann wieder zocken und ich kann euch wieder was dazu erzählen. Deswegen willkommen, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen vermisst, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, und was will ich machen? Es gibt noch eine Sache, die aussteht. Und zwar habe ich euch meine Cataphract-Gameplays bis jetzt vorenthalten. Ich habe euch nur die Stalker und die Awesomes gezeigt und die eine Stunde Community-Drop mit meinen Kumpels. Und seitdem konnte ich effektiv keine Videos mehr aufnehmen. Ich habe zwischenzeitlich ein bisschen gespielt, habe die Cataphracte ausprobiert, habe geguckt, wie ich euch die am besten präsentieren kann, und habe beim Spielen festgestellt, die Dinger brauchen eine Überarbeitung. So wie ich sie bisher vom Loadout gestaltet hatte, sind sie durch das Reinkommen der Clan-Max nicht mehr so wirklich konkurrenzfähig gewesen. Denn die waren sehr oft auf Nahkampfwaffen, Schrägstrich Brawls ausgelegt. Und ja, die Claner haben teilweise sehr große Reichweite. Das wurde zwar in dem letzten Patch wieder ein bisschen runtergenommen, das heißt, die Clan-Waffen wurden ein bisschen genervt, teils wurde die Reichweite genervt, die Hitzeentwicklung, der Cooldown, genauere Sachen dazu, entnehmt bitte den Patch Notes. Ich bin nicht der Typ, der das euch einzeln alles vorkaut, weil ich ehrlich gesagt selber auch gar nicht reingeguckt habe, was nur im Detail alles passiert ist. Aber Claner wurden ein bisschen genervt. Ich habe meine Cataphracts noch mal ein bisschen überarbeitet, um sie sozusagen, ich sag mal, fit für dieses Cataphract Let's Play zu machen, was ich euch noch zeigen möchte. Und das erste Ergebnis von diesem Fit machen und Überarbeiten ist mein ZTF 3D, den ihr hier gerade seht, mit meinem typischen Camo aus Hot Rod Black und sündhaft teurem MC Orange. Und zwar, ihr seht, er hört auf den lustigen Namen Nasty Cat, einfach aus dem Grund, weil ich damals im MaxPacks Forum mir den Nasty Cat Builder ausgesucht hatte. Der besteht aus zwei AC-10 oder zwei LB-10, vier Medium Lasern und einer XL300. Diesen Mech hatte ich, oder diesen Loadout hatte ich übernommen, damit habe ich lange gespielt. Lief auch ganz gut, aber in letzter Zeit, wie gesagt, nicht mehr so erfolgreich aufgrund der Medium Laser, die ja doch für den Nahkampf eher bestimmt sind, fand ich es nicht mehr so konkurrenzfähig. Und habe die Medium Laser rausgeschmissen, habe mir Platz geschafft für zwei Large Laser, die ich bei dem Mech relativ weit oben in dem Torso montiert habe, beziehungsweise habe ich sie da montiert, oder die sind die Hardpoints von dem Ding. Und Large Laser, 900 Meter Reichweite, LB10 drin für Shotgun-Effekt im Nahkampf und für richtig große Reichweitenunterstützung, wobei durch die Streuung auf eine große Reichweite natürlich ein bisschen Schaden flöten geht, aber man kann auf große Range mit den Dingen gut stinkern. Dann habe ich, wie bei allen meinen Mechs im Moment, ein EMS eingebaut. Ich habe das irgendwie gewichtsmäßig reingequetscht, fragt mich nicht, wie ich es gemacht habe, keine Ahnung. Und ich habe es auch irgendwie geschafft, 5 Tonnen Ammo reinzuquetschen, was 75 Schuss LB10 Munition entspricht. Und mit doppelt LB10, die relativ schnell schießen, also der Cooldown von der Waffe ist eher gering, verbrät man diese 75 Schuss relativ schnell. Wie gesagt, das ist die Überarbeitung, Large Laser anstatt Medium Lasern für größere Range. Und die sind natürlich im Nahkampf genauso effektiv. Die LB10 wird auch aus dem Nahkampf richtig effektiv. Keine gesonderten Heatsinks, weil einfach kein Gewicht mehr frei ist. Und ihr seht auch vom Armor, 44, 50 Torso Armor ist noch Maximum, aber bei den Beinen musste ich ganz schön sparen. Ja, das Ding macht auf Reichweite Spaß, das Ding macht im Nahkampf Spaß. Es läuft noch vernünftig von der Hitzeentwicklung. Es hat eine 1,3 Heat Management, 38 Firepower, das ist ganz okay. 400 Armor, das sind 70 Tonner Endo Steel, Double Heatsink, Standard Armor Type und wie gesagt die XL Engine drin.
Und damit möchte ich euch herzlich willkommen heißen zum ersten Teil eine Stunde Cutterfakt CTF 3D NastyCat, wobei NastyCat der Name jetzt ja eigentlich nicht mehr richtig zutrifft, denn der Build wurde leicht abgewandelt. Und jetzt gucken wir mal, wie das ganze Ding läuft. Ich habe bei meinen Testspielen in letzter Zeit, die letzten Tage, also ich habe natürlich trotzdem MechWarrior Online gezockt, auch wenn ich kein Mikro hatte, habe ich bei den Testspielen festgestellt, dass er besser läuft als vorher. Dass ich teilweise so um die 600, 700 Schaden mit so einem Ding machen kann. Auch gerne mal einen Kill bekomme, was natürlich für mich immer sehr wichtig ist, dass ich mit einer positiven Kill-Death-Ratio aus einem Spiel rausgehe. Selbst wenn es ein verlorenes Game ist. Und ich bin eigentlich mit der Überarbeitung ganz zufrieden. Ich habe den Cutterfakt immer so ein bisschen als Pendant, als Gegenstück zum Timberwolf gesehen. Und wenn man sich das Ding mal so ein bisschen anguckt, dann kann man eine gewisse Ähnlichkeit zum Timberwolf auch abstreiten. Und als ich mir den damals gekauft habe, der Cutterfakt 2X war übrigens der erste Mech, den ich jemals besessen habe, und ich habe dieses Ding sowohl geliebt als auch gehasst, habe ich den auch gekauft, weil er relativ cool aussieht, nämlich weil er der Form des Timberwolf ein bisschen ähnlich sieht. Er hat zwar nicht diese schöne lange Schnauze und diese bulkigen Raketenwerfer auf dem Rücken oder auf der Schulter, aber mir gefällt der Cutterfakt von der Form wirklich sehr gut. Und weil ich ihn als Gegenstück zum Timberwolf sehe, so ein bisschen, wollte ich auch das Loadout so anpassen, dass man sagen kann, der ist einem Timberwolf, naja, nie ebenbürtig, das wird man nicht schaffen, weil es ist einfach vom Loadout her nie möglich, einem Timberwolf, einem Cutterfakt dieselbe Firepower, Geschwindigkeit und Armor zu geben, die ein Timberwolf hat. Aber man kann versuchen, relativ nah ranzukommen. Und mit den 38 Firepower bei ungefähr 400 Armor und einer Geschwindigkeit von 76 bin ich für einen 70-Tonner meiner Meinung nach relativ nahe dran. Ich habe allerdings jetzt auch schon Timberwolves gesehen. Also man muss dazu sagen, der Timberwolf ist ein 75-Tonner. Und ich habe jetzt schon Timberwolf-Loadouts gesehen, die bei 89 km/h Geschwindigkeit laufen, nahe Max Armor sind, was so ungefähr 430, 440 Armor sind bei dem Ding, und um die 80 Firepower haben. Das wird man mit einem Inner Sphere Mech in dieser Gewichtskategorie selten bis nie erreichen. Der einzige Mech, der das ansatzweise schafft, ist ein Orion. Wenn man ihn mit einer XL ausstattet und ein bestimmtes Loadout reinpackt, in einer bestimmten Variante. Aber Reactor vergleicht es mal. online. Cutterfrakt 70 Tonner, Sensors 76 km/h, Weapons 38 Firepower, online. 400 Armor. All Timberwolf systems nominal. 75 Tonner, 89 km/h, 80 Firepower und 430, 440 Armor. Ich sag dazu mal weiter nichts. Sonst artet das wieder in der Diskussion aus. Es macht mir trotzdem Spaß, den Cutterfakt zu spielen. Und es macht mir Spaß, relativ gute Leistung mit dem Ding abzuliefern, obwohl er im direkten Vergleich mit den Klaner natürlich hinterherhinkt. Also mit Klaner in seiner Gewichtsklasse, sage ich jetzt mal. Aber das hindert mich ja nicht daran, das trotzdem zu versuchen. Jetzt schweife ich doch schon wieder in diese Richtung dieser Diskussion ab, die ich eigentlich gar nicht will. Also halte ich die Schnauze und zocke. Wie gesagt, Loadout-Änderungen, zwei Large Laser, zwei LV-10. Sehr effektives Artillery Loadout strike meiner Meinung nach. online. Effektiver als die NastyCat-Variante mit vier Medium-Lasern, weil man mit Medium-Lasern immer in den Nahkampf muss. New target acquired. Und Nahkampf hat die unangenehme Eigenschaft, dass New man da nah target dran sein muss. acquired. Und der Cutterfakt ist jetzt nie unbedingt der Mech, der brawlen will. Einfach weil er, ja, New guten target Tag. acquired. Einfach weil er, ja, ich sag mal, zwar Rüstung mitbringt, also genügend Armor hat eigentlich, um auch mal einen kleinen Brawl zu überstehen, aber er hat eine relativ auffällige Front. Also er hat eine relativ große Front, einen relativ großen Center-Torso, relativ große Side-Torsos und ist
meines Erachtens nach doch ziemlich leicht zu treffen. Da muss man jetzt kein riesiger Aiming-Spezialist sein. Und gerade der Side-Torso mit den Ballistik-Slots ist beim Cataphract sehr empfindlich und es passiert wirklich sehr schnell, dass die Ballistik-Slots AC-10 oder AC-20 oder was man auch immer eingebaut hat, dass die sich zeitnah verabschieden, weil der Seitentorso so ein gutes Ziel abgibt. Und deswegen bin ich im Moment auch so der Ansicht, dass ich unter einer 300er Engine eigentlich nichts in dem Ding verbaut haben will, weil die Engine natürlich auch die Beweglichkeit erhöht und man sich damit schneller aus Beschuss rausdrehen kann und beispielsweise den Arm als Schutzarm vorhalten kann. New target acquired. Und das funktioniert mittlerweile ganz Warning, gut. Incoming missile. Obwohl jetzt mit Sicherheit New target der Vorführeffekt acquired. Eintritt. Der immer bei mir passiert, wenn ich Spiele aufnehme. Artillery strike activated. Nämlich, dass ich, wenn ich drüber rede, absolut grottig beschissen spiele und mich eben nicht rausdrehe, so wie jetzt. Warning, incoming missile. Genau, und außerdem stecke ich irgendwie mitten in feindes Gebiet, wo ich keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich suche. Und wo ich natürlich zu Recht von den Gegnern zerrissen werde, was total bescheuert ist. Und ich keine Ahnung habe, was ich hier gerade gemacht habe. Naja. Er schreibt Coward Team, genau. Ich bin das genaue Gegenteil. Ich bin suizidgefährdet. Was zur Hölle habe ich da eigentlich gerade gemacht? Ich muss mich jetzt erst wieder daran gewöhnen, zu spielen und dabei zu quatschen und zu versuchen, dabei keine Scheiße zu bauen. Airstrike das ist gar nicht online. So einfach. Ich habe jetzt, wie gesagt, bestimmt zwei, drei Wochen lang zocken können, ohne dabei zu sprechen. Und Warning, incoming missile. Obwohl das nicht das ist, was ich möchte, ist es das, was ich besser kann. Dann habe ich irgendwie wesentlich vorsichtiger gespielt und habe nicht solche Suizidscheiße gemacht. Egal. Erstes Spiel, wenn klar das erste Spiel richtig gut gewesen wäre, hätte mich das ehrlich gesagt auch sehr gewundert. Heat level critical. Aber das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass wir unschwer erkennen können, mein ganzes Team gerade, würde ich mal sagen. Von daher war es jetzt kein Einzelfail, der zu dieser Niederlage geführt hat, die doch relativ deutlich ausfällt, wenn ich das richtig sehe. Und wir können das bei Zeiten abhaken, die ganze Geschichte. Und machen einfach ein neues. Warning, incoming missile. Ja, er ist bei völlig AK. Schön. Er hat das gleiche Problem wie Warning, ich, sondern incoming missile. Nämlich geht mitten rein und wird zurück. Er hat sich in eine ziemlich beschissene Position gebracht hier oben alleine. Und er ist immer noch AK. Das ist der Kid Fox. Ja, das ist der Kid Fox, der als Trial Mac verfügbar ist. Left arm critical damage. Solche Left Leute hasse ich arm ja destroyed. Left torso warning incoming missile. Sollten Bans eingeführt werden für Leute, die ein Game joinen, um sich auszuloggen und AFK rumzustehen und die Siebels für den Sieg oder die Niederlage einfach so mit einzufarmen. Das sollte PGI mal in irgendeiner Art und Weise versuchen zu beheben. Oder zumindest Leute, die es Das wäre echt geil. Und wenn es das gäbe, ich würde es feiern. Denn es gibt so viele von diesen Typen. Das macht das gesamte Game zunichte. Manchmal. Wie gesagt, diesmal war es komplettes Gameversagen, komplettes Versagen vom gesamten Team. Und ich habe angefangen. Also ab ins nächste. Aber ihr gebt mir sicherlich recht, dass Leute, die Zibus leechen und einfach am Anfang vom Game direkt offline sind oder einfach, ja, AFK rumstehen und nichts machen, extrem nervig sind. So. Jetzt habt ihr gerade gesehen, was man mit einem Cataphract nicht machen kann und nicht machen sollte, nämlich mittlerweile mitten in die Gegner reinrennen und zu versuchen, wie ein Blöder zu brawlen. Das ist das, was ich meinte. Er ist
Es ist halt nur ein 70-Tonner und er hat halt nur 400 Armor. Und die Seitentorsos sind halt auch nur mit 50 gepanzert, die Arme mit 44. Das ist nicht die Rüstung, die er in Brawl Mac hat. Deswegen spiele ich eigentlich gerne das Ding ein bisschen aus der zweiten Reihe sozusagen. Jetzt gerade eben habe ich das komplette Gegenteil gemacht, denn ich war killgeil auf diesen Highlander, der da war. Aber normalerweise spielt man das Ding ein bisschen zurückhaltender, deswegen auch diese Long-Range-Waffen. Um halt, wie gesagt, aus zweiter Reihe oder aus einer größeren Entfernung erstmal den Gegner ein bisschen poken zu können und die erste Hälfte der Partie sozusagen die Leute ein bisschen anzuschmelzen, ein bisschen anzukratzen, zusehen, dass man selber nicht viel Schaden abkriegt und dann quasi in der zweiten Hälfte anfängt richtig abzustauben. Denn das ist das, wo die Cutterfucks meines Erachtens nach am stärksten sind. Wenn sie die erste Matchhälfte überstehen, dann in der zweiten Hälfte richtig abzuräumen. Es ist halt nie so ein Mech, der das ganze Game über übelst dominant ist und Tonnen von Damage einsteckt, ohne irgendwie einen Kratzer zu kriegen. Sondern es ist halt wirklich einer, der muss am Anfang ein bisschen zurückhaltend Reactor gespielt werden und kann dann online. richtig aufräumen sozusagen. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Und genau das werde ich jetzt probieren, besser zu machen. Und zwar werde ich versuchen, eine etwas erhöhte Position zu legen. Das Ding hier hat keine Jump Jets. Der 3D Nasty Cat, normalerweise ist der mit Jump Jets ausgerüstet, wenn man ihn mit Medium Lasern spielt, denn dann hat man einfach die Tonnage frei. Ich habe Large Laser drin, ich habe einfach das Gewicht, ne? Und deswegen keine Jump Jets drin, muss man ein bisschen anders spielen. Und muss eben, wenn man eine erhöhte Target Position acquired. haben will, sich die suchen und muss eben zu Fuß gehen, wie jeder andere Mech auch, mit dem Unterschied, dass man eben 76 km/h läuft. New target acquired. Oh ja. Artillery strike Das da ist schon online. eher nach meinem Geschmack. Das Artillery war natürlich der strike beschissenste activated. Artillery Strike ever. Der war völlig von Arsch. Heat level critical. Ihr seht, ich kann die auf Entfernung mit der LB-10, oder eigentlich ist es ja eine LB-20, weil ich ja zwei Stück davon habe, relativ gut behaken. New target acquired. Heat level critical. Und wenn es dann in den Bereich Nahkampf geht, ja, Überhitzung lässt sich natürlich nicht vermeiden, aber wenn es dann in den Bereich Nahkampf geht, dann hauen die Dinger richtig rein. Target destroyed. Jo, man kriegt auch gerne mal eine Component Destruction mit dem Teil, weil New target die acquired. LB-10 natürlich streut. Und durch die Streuung macht man natürlich keinen Pinpoint-Schaden und muss länger draufhalten auf die Gegner, aber man kann eben sehr gut Teile abschießen. Heat Das ist level im Prinzip wie critical. eine Shotgun. Target destroyed. Gut, weg damit. New target Der ist acquired. auch weg. Super, haben wir hier schön aufgeräumt. Punkt eingenommen. Vier Gegner schon zerstört, ohne selber ihn zu verlieren. Das ist ein sehr guter Start für uns. Und ihr habt gesehen, wie gesagt, aus der zweiten Reihe, aus einer ein bisschen größeren Entfernung, die Gegner erstmal so ein bisschen anschmelzen, so ein bisschen nervig sein. Und wenn die dann vorbereitet sind quasi, dann kann man reingehen und kann mit den LB-10s im Nahkampf zumindest ordentlichen Schaden machen und kriegt auch gerne mal einen Kill. Und kriegt auch sehr viele Component Destructions mit den Dingern aufgrund der Streuung. Wenn man, ich sag mal, mehr auf diesem Pinpoint-Schaden steht, dann schmeißt man die LB-10s raus und ersetzt sie durch zwei AC-10er. Dann muss man mit dem Gewicht ein kleines bisschen gucken, dass man da noch ordentlich Munition einbauen kann. Dann kann es sein, dass man auf das AMS verzichten muss, einfach aus Gewichtsgründen. Denn die Target acquired. AC-10 wiegt meines Erachtens nach 10 Tonnen. Oder 11. Auf jeden Fall ist die AC-10 ein kleines bisschen schwerer als die LB-10. Und
In Verbindung mit den Large Lasern, die ja auch jeweils 5 Tonnen wiegen, kann das Gewichtsprobleme geben. Also es kann sein, dass ihr dann keine Large Laser plus AMS plus 2x AC-10 in das Ding einbauen könnt, jedenfalls nicht mit einer 300er XL, dann werdet ihr entweder Abstriche bei der Engine machen müssen, oder ihr müsst das AMS rausschmeißen. Und ich kann euch ehrlich gesagt nie sagen, was von wem besser ist. Ich würde persönlich dann lieber die Engine noch ein kleines Stück runternehmen, denn die AMS Protection ist mir persönlich wichtiger. Schönes Ding. Target acquired. New target acquired. Ja, schön drüber gehalten. Target destroyed. Heat level critical. Ihr seht, auf mittlerer Entfernung streut die LB-10 auch nicht mehr so sehr und man kann, ich will nicht sagen Pinpoint-Schaden machen, aber Heat level critical. Man kann schon sehr nervig sein. LB-10 ammo at 25%. Einziges Problem an der ganzen Sache, ihr merkt's, auch 75 Schuss LB-10 sind sehr schnell Heat durchgeblasen. Level critical. Doppel AC-20, ach du Scheiße, ey. Heat level critical. Target destroyed. Aber Gott sei Dank bin ich nicht alleine hier. Hat super funktioniert. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wie gesagt, das ist meine Variante vom CTF-3D. Man kann das Ding als Jump Sniper spielen, dann baut man einfach Jump Jets ein, nimmt die Large Laser raus, ersetzt sie durch Medium Laser, dann kann man die LB-10s rausnehmen zugunsten von AC-10ern, dann hat man mehr Pinpoint-Schaden und kann dann sozusagen einen relativ schnellen Mech spielen, Target der acquired. Mit Jump Jets über Hügel gucken kann mit den beiden AC-10ern, relativ guten Pinpoint-Snipe-Schaden macht. Zwar nicht auf riesige Range, sondern das bleibt ein bisschen in mittlerer Range Support-Mech, aber dann ist das Killpotenzial noch ein bisschen größer aufgrund des Pinpoint-AC-10-Schadens. Aber wie gesagt, mir gefällt im Moment dieses Long-Range-Layout ein bisschen besser. Einfach weil die Ballistikwaffen erst dann richtig reinknallen, wenn die Rüstung so ein kleines bisschen angekratzt ist von den Mechs, wenn die so ein bisschen angeschmolzen sind und man quasi die interne Struktur richtig schön mit den Ballistikwaffen zerstören kann, dann wären die Ballistiks erst richtig stark. Und dafür sind die Laser zuständig, das zu machen. Und mit Medium Lasern muss man, wie gesagt, relativ nah ran. Und es gibt Leute, die das mit dem Kataphrakt gut spielerisch umsetzen können, mit dem 3D. Ich konnte es nicht, deswegen habe ich das so umgebaut, wie es jetzt momentan ist. Ich sage das, weil sich das Game hier so andeutet, als würden wir es gewinnen. Und das würde bedeuten, dass der 3D dann von meinem Gameplay schon am Ende ist und ich dann auf den nächsten Kataphrakt umsteige, aber wir sind noch nicht durch. Vielleicht kann ich mir noch einen Kill holen. Ich müsste momentan, ich glaube, ich habe einen Kill bisher. Ich wäre relativ viel Schaden gemacht haben. Ich vermute irgendwas um die 500. Target destroyed. Schade. Ich vermute irgendwas um die 500, vielleicht 600. Target acquired. Vielleicht irgendwas um die 600 Schaden, aber ein Kill, da geht noch was. New target acquired. LB-10 ammo depleted. Und da sind die 75 Schuss LB-10 ammo flöten gegangen, Leute. So schnell kann's gehen. Target destroyed. Oh, gebt mir doch noch bitte, Enkelmensch. Na komm, gib mir deine Clanness. Ach, ich kann. Also wenn ich es drauf anlegen würde und diese Diskussion ständig heraufbeschwören würde, ob Claner nun OP sind oder nicht, ich hätte so viel Potenzial, da ständig drauf rumzuhacken. Ich glaube, ich mache das irgendwann zu meinem Hobby. Ich glaube, ich werde irgendwann einfach aus Prinzip nur noch
IS-Max spielen, auch wenn mir jemand alle anderen Max schenken würde. Ich würde aus Prinzip nur Inners 4 Max spielen. Und versuchen mit IS-Max dieselben Schadenszahlen zu erreichen, die man mit Planern erreichen kann. Aus Protest, sozusagen. Ja, was soll ich noch sagen? Das Game sieht gut aus, es lief auch zur Abwechslung mal wieder richtig gut. Für mich persönlich zumindest. Gut, ein paar Leute sind gestorben, aber das lässt sich nie vermeiden. Vom Gameplay her ist jetzt so eine Capture the Flag Map, so eine Ressourcen Map auch nie wirklich, ich sag mal, interessant, weil es eben nicht zu vielen Kämpfen kommt. Aber wir haben ja noch mehr Kataphrakte und wir haben noch mehr verschiedene Loadouts und auch noch andere Karten, die dann kommen werden. Und die anderen Kataphrakte, die ich habe, die sind nicht ganz so range-lastig wie der hier. Das heißt, damit wird es auch noch ein bisschen interessanter, weil das auch die sind, wo ich, ja, spielerisch, sage ich mal, ein bisschen aufpassen muss, dass ich es nicht verkacke, weil ich mit den Dingern dann doch eher mal in Nahkampf muss. Wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt, bevor wir hier nach Punkten gewinnen, noch einen kleinen Assist oder vielleicht eine Component Destruction, irgend sowas. Das wäre noch ganz schön, denn ich bin jung und brauche die Seabills. Nee, jung bin ich nicht mehr, Spaß beiseite. Das war der letzte, okay. Kurz vor den Ressourcen haben wir es doch mal geschafft, den zu killen. Okay, ja. Schauen wir doch mal, wie es läuft. Oder wie es gelaufen ist. Punktemäßig. Was sagt denn der Damage? 645, das ist mehr als ich erwartet hatte. 2 Kills, das ist doch ganz okay. Das ist doch ganz okay, damit kann man leben. 89 Matchscore, ein STK 5M mit 1085 Damage. Dickes, dickes Knight. Respekt, mein Freund. Richtig gute Leistung. Ich bin im guten Mittelfeld. Naja, eigentlich bin ich über dem Mittelfeld. 600 Damage ist schon eine Sache, mit der kann man wirklich zufrieden sein. 2 Kills, immer schön, wenn man lebt und 2 Kills macht. Ich bin im Moment bei einer Kill-Death-Ratio von ungefähr 1,5. Wenn man den Gesamtdurchschnitt von meinem Account hernimmt. Und das ist eine Sache, damit kann ich leben. 123.000 bis, ja, okay. Was hatten wir denn? Component Destructions, 4 Stück. Ja, das ist okay, damit kann man das Game stehen lassen. Wie gesagt, CTF 3D. Macht Spaß, funktioniert. Spielt die Kataphrakts mal. Der Trial Mac, ihr könnt ihn antesten, aber der ist vom Loadout her nahe dran an meinem, sage ich jetzt mal, an der Variante, wie ich ihn gespielt habe. Ich weiß noch nicht, was der für eine Engine drin hat. Ob der da genauso viel Spaß macht. Er läuft nur 64,8. Also der hat eine kleinere Engine. Und hat natürlich auch den Speed Tweak, ist ein bisschen langsamer. Probiert's aus. Ich persönlich, wie gesagt, finde die Kataphrakte ziemlich cool. Und ihr könnt ja auch mal mein Layout ausprobieren. Oder ihr geht bei maxspecs.com ins Forum und guckt euch das Nasty Cat Loadout an. Und probiert das mal aus, denn das ist, wie gesagt, auch ziemlich cool. So, damit würde ich sagen, erster Teil von einer Stunde Kataphrakts CTF 3D beendet. Und hoffe, euch hat's gefallen. Hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht, habe es ein bisschen interessant gemacht und wir sehen uns beim zweiten Teil. Da kommt der CTF 1X dran. Bis dahin, ciao, euer Rodiger.